Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Gastvideo. Heute sorgt der gute Nico aka Bilingual Duelist für etwas Content auf diesem Kanal, da ich ja aktuell einfach zu inkompetent dafür bin. Und ja, alles weitere nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich weiß, das letzte Video ist schon wieder einen Monat her, obwohl eigentlich mehr Content kommen sollte, aber meine Arbeit und die Zeit und es nervt mittlerweile nur noch. Naja, ihr kennt es auf jeden Fall, steht abgesehen von diesem Video noch ein weiteres in der Pipeline, wieder mal ein kleiner Binder. Dazu gibt es jetzt allerdings noch keine näheren Informationen, da es darum heute nicht geht. Heute geht es um OCG-Karten, und zwar um alte OCG-Karten, à la FGD Dragon, Summoned Skull, Blue Eyes und so weiter. Und der gute Nico von Bilingual Duelist, der zeigt uns heute die OCG Ultimate Varianten, die ihr auch schon sehr oft bei mir gesehen habt. Allerdings hat er sie, glaube ich, alle beisammen oder zumindest sehr viele davon. Und darüber möchte er heute im Genaueren mit euch sprechen, denn der werte Herr ist nicht nur ein leidenschaftlicher YouTuber und Yu-Gi-Oh! Kartensammler, sondern er handelt auch so ein bisschen mit OCG-Karten. Er ist ja selbst, ich habe es gerade gesehen. Und deshalb fliegt er auch häufig mal nach Japan und da kann man dann Karten mitholen. Also wir haben da so eine kleine WhatsApp-Gruppe und da kann man dann bestellen bei ihm und man überweist ihm das Geld und er bringt das mit und so weiter und so fort. Ihr kennt den Bums ja. Jedenfalls meiner Meinung nach ein sehr, sehr sehenswerter YouTuber, dem man definitiv mal eine Chance geben kann, speziell dann, wenn man sich eben für den OCG-Content interessiert. Und in dem Sinne, Film ab. Hallo an alle, die heute eingeschaltet haben, obwohl heute nicht der Julian vor euch steht, sondern ich. Und einen ganz herzlichen Dank an dich, Julian, nochmal an dieser Stelle, dass ich heute ein Gastvideo bei dir machen darf. An alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nico und hier auf YouTube bin ich bei Bilingual Duelist. Warum Bilingual Duelist? Ganz einfach, weil ich schon als kleiner Junge zweisprachig aufgewachsen bin, nämlich Deutsch und Japanisch, und daher schon immer die Qual hatte, TCG oder OCG zu sammeln. Natürlich kann man auch einfach beides sammeln. Für alle, die noch nicht wissen, was OCG bedeutet Official Card Game und bezeichnet die japanischen oder asiatischen Yu-Gi-Oh! Karten im asiatischen Raum. Dazu gehört natürlich Japan, aber auch China, Singapur, Thailand und noch viele, viele weitere asiatische Länder. Einige von euch kennen bestimmt auch diese Asian English Karten, die hinten auf der Rückseite dieses merkwürdige Logo hatten. Dieses Logo ist einfach nur das OCG-Logo, was auf jeder OCG-Karte zu sehen ist. Mit der Zeit habe ich mich dann aber immer mehr vom TCG distanziert, weil das OCG einfach ein bisschen mehr geboten hat. Es gab mal ein cooleres Promo-Produkt oder mal eine exklusive Rarität, die wir hier im TCG einfach gar nicht bekommen haben. Und da habe ich mir einfach gedacht, komm, natürlich behalte ich meine alten TCG-Schätze trotzdem, aber ich werde in Zukunft nur noch OCG sammeln. Ganz besonders gecatcht haben mich dann die sogenannten Ultimate Rares. Die meisten von euch werden die kennen. Im Japanischen nennt man die auch gerne Reliefkarten. Denn im OCG gibt es eine ganze Menge an Ultimate Rares, die es hier im TCG nicht gab. Und da ich leidenschaftlicher Ultimate Rare Sammler bin, war für mich natürlich von vornherein klar, dass ich hauptsächlich OCG sammeln werde. Auf meinem Kanal habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Content rund um japanische Yu-Gi-Oh! Und manchmal auch Pokémon-Karten aufzubauen. Ab und zu gibt es auch ein paar informative Videos, weil ich einfach finde, dass manchmal die Informationen im Internet nicht so ganz leicht zu durchschauen sind. Wenn ihr also Lust habt, mehr über das OCG zu erfahren, Interesse an der teilweise verrückten Kultur Japans habt und mich bei dem ein oder anderen Vlog in Japan begleiten möchtet, seid ihr hier genau richtig. Heute stelle ich euch natürlich etwas ganz Besonderes vor, was ich bisher noch nie auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und zwar werde ich euch heute 8 Fusions Ultimate Rares zeigen aus der Duel Monsters Ära. Und warum 8? Ja, ganz einfach, weil es in der Duel Monsters Ära leider nur 8 Fusions Ultimate Rares gab, sonst hätte ich natürlich 10 gemacht. Und das Besondere hieran ist natürlich, dass diese Ultimate Rares OCG-exklusiv sind. Diese Ultimate Rares werdet ihr also nur in Japanisch finden. Jetzt aber genug geredet, lasst uns mit der ersten Karte beginnen und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. So ihr Lieben, ich heiße euch erstmal ganz herzlich im Bilingual Studio willkommen
Und wir fangen natürlich direkt an mit der ersten Karte. Die ziehen wir jetzt erstmal natürlich. Und da haben wir den Five God Dragon gezogen. So, der Five God Dragon ist natürlich eine Karte, absoluter Klassiker aus der Duel Monsters Serie. Und eine der wenigen Monster von damals, die so viel Angriff und Verteidigungswerte erreicht haben. Und wie ihr hier schon sehen könnt, in Ultimate Rare ist es eine absolut unglaublich schöne Karte. Wenn man die mal in verschiedenen Lichtwinkeln betrachtet, dann sieht man auch richtig schön, wie hier hinten im Hintergrund der ganze Schein hier durchkommt. Und natürlich wirklich eine faszinierende Karte, weil Drachenkarten sind, glaube ich, so ziemlich eine der besten Karten, die es in Yu-Gi-Oh! Gibt, meiner Meinung nach. Und das Set hier ist das BPCT, das ist die Booster Pack Collector's Tin. Das heißt, diese Ultimate Rare, die gab es im Rahmen einer kleinen Booster Pack Tin und konnte daher relativ einfach erworben werden. Und ihr seht schon, diese Karte hier ist im TCG-Layout. Ihr werdet später auch noch ein OCG-Layout sehen oder sogar mehrere. Und das bedeutet, dass es im Japanischen natürlich mehrere verschiedene Layouts gibt. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Layouts und da werde ich natürlich mal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist. Und zwar gab es beim allerersten Layout, welches auch Shuki-Layout genannt wird, den Unterschied, dass es 3 Kanjis für Angriff und Verteidigung gibt. Und da halt so viel Platz von den Kanjis eingenommen wurde, hatte man natürlich dementsprechend wenig Platz für Effekttexte. Und das hat sich, wie ihr wisst, mit der Zeit einfach geändert, weil das Spiel einfach komplexer geworden ist und man immer mehr Platz brauchte. Danach folgte dann das Niki-Layout, was dann halt schon kleine Abkürzungen in den Angriffs- und Verteidigungswerten abgebildet hat. Und dadurch hatte man wieder erneut ein bisschen mehr Platz. Und zu guter Letzt hat man dann am Ende das TCG-Layout eingeführt, damit man, wie ihr hier schon sehen könnt, den ganzen unteren Bereich der Karte für den Effekttext anwenden kann. So, das war's jetzt hier mit unserem Five God Dragon. Ich denke, das ist ein sehr epischer Start gewesen und machen jetzt mit der nächsten Karte weiter. Und zwar haben wir jetzt hier die XY-Drachenkanone gezogen in Ultimate Rare. Und diese Karte ist natürlich auch eine wunderschöne Karte in Ultimate Rare. Absolut einzigartige Rarität hier im OCG wieder. Und wirklich, wie diese ganzen Blitze im Hintergrund schimmern mit diesem leicht grünen Neon, sieht auch wirklich faszinierend aus. Ihr seht schon, diese Karte ist nicht ganz perfekt vom Zustand her. Die hat oben eine kleine Ecke drin und hier ganz unten, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, ist auch eine kleine Beschädigung drin. Das heißt, nicht alle Karten, die ich hier zeige, sind perfekt mint. Aber diese Karte ist dennoch super, super schön. Auch hier wieder im TCG-Layout und diesmal mit dem Kürzel 302051. Und diese Karte ist natürlich eine der Monster von Kalber, die ihn in seinen Duellen gegen Yugi und Marek geholfen haben. Und das Faszinierende an Ultimate Rares finde ich einfach nur, wenn man das Licht von verschiedenen Winkeln auf die Karte treffen lässt, dass die Karte einfach so richtig schöne Reflexionen von sich gibt. Ihr seht das hier schon ganz gut und das finde ich einfach so schön bei Ultimate Rares. Ich bin einfach ein riesiger Ultimate Rare Fan. So, dann gucken wir mal zu unserer nächsten Karte. Und sehr schön geht es hier jetzt nämlich weiter mit der XYZ-Drachenkanone. Und diese Karte ist natürlich die vollendete Form. Jetzt haben wir noch den Z-Metallpanzer dazu bekommen und haben hier das ultimative Fusionsmonster von Kaiba erschaffen. Auch wieder eine wirklich, wirklich schöne Karte. Und bei uns sind diese Karten natürlich alle in Magician's Force erschienen. Ich glaube, die XYZ-Drachenkanone war bei uns eine Ultra-Rare und die XY-Drachenkanone war nur eine Super-Rare. Und hier im OCG habt ihr die Möglichkeit, diese Karten in Ultimate-Rare zu kaufen. Und die sehen einfach unglaublich cool aus. Hier auch der Blitz, der hier aus dem Mund von dem Drachen kommt, sieht einfach mega episch aus. Und wieder diese ganzen Reflexionen machen diese Karten so unique in meinen Augen, dass ich einfach nie genug von diesen Ultimate Rares kriegen kann. Ich finde auch, dass die Rarität Ultimate Rare auch generell ziemlich gut zu diesen Fusionsmonstern passt. Ich finde irgendwie das Lilane mit diesen ganzen Ulti-Effekten einfach auch wunderschön. Okay, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Karte. Und da ziehen wir jetzt erstmal die nächste Karte. Und was haben wir gezogen? Eine richtig klassische Karte hier von unserem guten Pegasus. Und zwar ist das hier das 1000-äugige Opfer in Ultimate Rare aus Thousand Eyes Bible. Eine der allerersten Ultimate Rares, die in Japan je erschienen sind, ist also wirklich ein absoluter Klassiker. In Ultimate Rare auch noch wunderschön, wie ihr hier sehen könnt. Und dieses Mal, meine lieben Freunde, haben wir hier ein etwas anderes Layout, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und zwar haben wir hier das Niki-Layout. Und zwar ist das das zweite Layout, was wir hatten.
das allererste Layout, das Schoki Layout, das habe ich euch ja gerade schon in einem kurzen Clip mal gezeigt. Und hier seht ihr jetzt mal das Niki Layout in echt. Das tausendäugige Opfer ist natürlich auch eine der allerersten Endboss-Karten hier im Anime, die Pegasus gegen Yugi eingesetzt hat. Und das war schon ganz ehrlich ganz schön düster und ganz schön creepy. Und vor allem mit diesen ganzen Augen ist das wirklich eine echt unheimliche Karte. Manche Leute können sowas ja auch gar nicht haben mit so ganz vielen kleinen Löchern und Augen. Bei mir geht's Gott sei Dank und ich finde diese Karte natürlich wunderschön und bin auch echt stolz, dass ich so eine schöne Kopie dieser Karte besitze. Hier lasse ich wieder von allen möglichen Winkeln das Licht auf die Karte treffen, damit ihr hier alles perfekt sehen könnt. So, und somit gehen wir zu unserer nächsten Karte. Die Hälfte haben wir ja jetzt schon um. Also schauen wir mal jetzt, was die Nummer 5 für uns bietet. Und wie immer ziehen wir erstmal hier eine Karte von unserem Deckstapel. Und was haben wir hier gezogen, Leute? Diesmal wirklich ein absolutes Top-Monster. Und zwar haben wir hier den Drachenmeister Gaia in Ultimate Rare gezogen. So, Drachenmeister Gaia, was soll ich da groß zu sagen? Unglaublich coole Karte, bei uns in LOB als Secret Rare erschienen, auch eine der absolut Top-Karten aus LOB, denn ganz ehrlich, Trihorn Dragon ist leider nicht so beliebt, jedenfalls finde ich Trihorn Dragon einfach nicht so schön, vor allem weil sie auch im Anime nie vorgekommen ist und dahingegen ist natürlich dieser Drachenmeister Gaia vor allem in Ultimate Rare wirklich mal eine wunderschöne Abwechslung zu Secret Rare aus LOB. Und macht natürlich auch dementsprechend echt viel her. Also ich finde wirklich, dieser Schimmer hinten, hier dieses blau-silberne, hat den Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Und ja, wieder haben wir hier das TCG-Layout, was wir hier aber gar nicht gebräucht hätten, weil da wirklich sehr, sehr wenig Text auf der Karte ist. Aber umso schöner ist natürlich das Artwork. Wirklich wunderschön hier. Und generell natürlich einfach eine Karte von Yugi in Ultimate Rare zu haben, ist sowieso schon ein absoluter Hingucker. Auch hier versuche ich wieder das Licht von allen möglichen Winkeln auf die Karte treffen zu lassen, damit ihr hier einen richtig schönen Eindruck bekommt, wie schön diese Karte tatsächlich ist. So ihr Lieben, dann gehen wir mal wieder zur nächsten Karte. Und so langsam haben wir nicht mehr viele Karten in unserem Deck. Und ihr merkt schon, so langsam geht es so richtig los mit den richtig krassen Karten. Und hier haben wir keine andere als den schwarzen Totenkopfdrachen, den wir natürlich aus Metal Raiders haben. Diese Karte hier hat das Kürzel MA52 und kommt somit aus Mythological Age. Diese Karte hat auch wieder das Niki Layout. Ihr seht, das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Und was ich vorhin gar nicht erzählt hatte, ist einfach, dass der größte Unterschied zum TCG-Layout, zum OCG-Layout ist, dass tatsächlich das Artwork ein klein wenig länger ist und somit ein klein wenig mehr Artwork auf der Karte ist, was natürlich super, super cool ist. Auch diese Karte ist natürlich mega, mega cool. Die Karte ist wunderschön, diesmal in einem ganz anderen Stil gehalten, mit diesem Dunkelrot, schön blutig und böse. So ein bisschen an den Vampir erinnert die Karte auch, aber wir haben hier natürlich nur die Fusion aus dem Red Eyes Black Dragon und unserem Summoned Skull und diese Karte hat natürlich damals im Anime schon gegen den Gate Guardian bestanden und ist wirklich eine sehr, sehr ikonische Karte aus der Duel Monsters Reihe. Auch hier versuche ich natürlich nochmal das Licht einzufangen, damit ihr die Karte so richtig schön betrachten könnt. Wunderschönes Artwork, eine meiner liebsten Karten heute. So Leute, und dann haben wir jetzt nur noch zwei Karten übrig, also steigen wir jetzt schon mal aufs Treppchen und schauen uns mal die Silbermedaille an. Ich ziehe wieder von meinem Deckstapel hier und zwar habe ich hier keine andere als unseren Dark Paladin. Und diese Karte, Leute, ist wirklich eine meiner Favorites. Ihr seht es schon, was passiert, wenn ich die Karte hier so ein bisschen kippe. Diese Karte hat irgendwie so viele Details und so viele wunderschöne Farben. Ich weiß gar nicht, wie das hier produziert worden ist, dass das wirklich so schön rauskommt. Aber ihr seht schon, die ganze Rüstung vom dunklen Paladin hier fängt an, in einem goldenen Ton zu strahlen, sobald ich die Karte so ein bisschen nach links neige. Und das ist wirklich eine meiner allerliebsten Karten generell von den ganzen alten Ultimate Rares. Jetzt nicht nur von den Fusionsmonstern, sondern ganz generell. Hat bei mir eine ganz, ganz hohe Platzierung, wenn ich dann eine Platzierung machen müsste, weil diese Karte einfach unglaublich schön ist in Ultimate Rare. Und darüber hinaus habe ich die Karte wirklich in einem Top-Zustand. Die Karte hat wirklich keine einzige Beschädigung. Jedenfalls habe ich noch keine einzige gesehen und ich habe diese Karte schon sehr oft betrachtet und natürlich auch im größten Detail. Diese Karte stammt hier aus dem Booster Pack Champion of Black Magic und weil ich zufällig eins da habe, werde ich euch das mal ganz kurz noch dazu zeigen.
Leider besitze ich super wenig Booster Pack, weil ich die einfach nicht finde, wenn ich in Japan bin. Aber das hier habe ich mal gefunden. Kuromado Shinohasha heißt dieses Set auf Japanisch oder auf Englisch, wie gesagt, Champions of Black Magic. Und ist so ein bisschen das Äquivalent von Magician's Force. Und wie ihr hier sehen könnt, die hatten hier das Corrected Art hier in diesem Booster Pack drin. Und das Error Artwork konntet ihr damals als Ultra Rare Variante in einem Deck bekommen. Und diese Error Variante, die gibt es leider auch nicht in Ultimate Rare. Wäre auch super cool gewesen, beide in Ultimate Rare zu haben. Aber immerhin haben wir eine der beiden in Ultimate Rare bekommen. Und die sind natürlich wunderschön. So, abschließend versuche ich nochmal ganz kurz hier das Licht von allen Seiten einzufangen, damit ihr nochmal schön sehen könnt, was diese Karte wirklich hermacht. Weil diese Karte ist wirklich extrem schön und hat natürlich unser Platz 2 locker verdient. So ihr Lieben, ich glaube ihr seid genauso gespannt wie ich, was der letzte Platz ist. Und zwar ziehen wir jetzt unsere letzte Karte von unserem Deck und los geht's. Und beenden tun wir das Ganze hier mit einer wirklich wahnsinnig schönen Ultimate Rare. Und zwar haben wir hier den blauäugigen, ultimativen Drachen hier. Den dreiköpfigen Blue Eyes. Auch eine Karte, die man kaum in Worten beschreiben kann, weil die so wunderschön ist. Ihr seht schon, diese ganzen Blautöne kommen natürlich im Ultimate Rare so wahnsinnig schön rüber, wie es in keiner anderen Rarität möglich ist. Eine normale Holo oder Secret Rare, die würde das einfach nicht hinbekommen, diesen schönen Effekt hier zu erstellen. Ihr seht schon, das sieht wirklich wie ein Kunstwerk aus, wenn ich das hier in diesem Winkel mal halte. Und natürlich eine unglaublich starke Karte und unglaublich ikonisch, das Bossmonster von Kaiba für so eine lange Zeit, bis Kaiba dann irgendwann den ägyptischen Gott geschenkt bekommt, einfach mal so. Aber bis dahin natürlich das absolute Topmonster von Kaiba und hier, wie ihr sehen könnt, wunderschön. Da kann natürlich keine der Ultimate Rares bis hierher mithalten bei dieser Schönheit. Und ihr seht auch schön, wenn ich hier das Licht wieder von allen Seiten auf die Karte fallen lasse, wie schön das hier schimmert. Wie schön das auch ausgeglichen ist, das Artwork, dass es halt nie an einer Stelle zu viel schimmert, sondern immer nur so ein bisschen, je nachdem, wo das Licht gerade hinfällt. Also wirklich ein absolut verdienter Platz 1 meiner Meinung nach. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, dass so ein Ranking immer super schwer fällt, weil heute gefällt mir vielleicht der ultimative Drache am besten, morgen vielleicht doch der dunkle Paladin. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Diese Karte konnte man übrigens in einem Starterdeck bzw. in einer Starterbox bekommen. Das war also quasi auch eine Promokarte, wie auch unser Five God Dragon. Allerdings bewegt sich diese Karte hier in einem Bereich von 300 bis 350 Euro und bei einem Five God Dragon ist man in einem Bereich von 30 bis 50 Euro. Wenn man die Box übrigens heutzutage aufmacht, kommt leider diese Karte auch oft schon beschädigt aus dem Starterdeck raus. So Leute, das war's aus dem Bilingual Studio und jetzt gehen wir ins Ending. So ihr Lieben, das waren doch jetzt mal wirklich 8 wunderschöne Karten. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Würde mich natürlich wirklich interessieren, welche der 8 ihr am allerschönsten fandet. Natürlich ist es super schwierig, so ein Ranking überhaupt zu erstellen, weil wirklich alle cool sind. Aber würde mich interessieren, was ihr am coolsten fandet. Das war es dann jetzt auch erstmal von mir. Ich würde mich natürlich sehr freuen, den ein oder anderen mal auf meinem Kanal zu begegnen. Und natürlich auch nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Julian, dass ich hier auf deinem YouTube-Kanal mein Video schalten durfte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.